Eines Tages hatte ich die zweite Beobachtung von Kranichen, die direkt aus dem Süden, aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt waren. Nochmals wieder völlig überraschenderweise und unerwarteterweise. Aber nun geschah etwas, was ich noch viel weniger erwartet hätte. Die beiden eben gelandeten Kraniche fingen keineswegs an zu fressen, was man nach der langen Reise, selbst wenn sie am Morgen nur die letzte Etappe aus Bremen oder vom Rastplatz bei Diepholz geflogen wären, hätte erwarten können. Ebenso wenig standen sie nur da und erholten sich vom langen Flug. Nein, sie trompeteten und tanzten. Sie sprangen hoch, schlugen mit den Flügeln, verneigten sich voreinander, sprangen wieder hoch mit weit geöffneten Schwingen, schritten umeinander herum, verneigten sich immer wieder, unterbrochen von kleinen und großen Sprüngen, riefen allein und trompeteten im Duett. Sie flogen in nur 1 bis 2 Metern Höhe, ein paar Dutzend Meter hierhin und dorthin, tanzten wieder und riefen. Sie flogen in Baumwipfelhöhe eine Runde über das Revier, landeten am Schlafplatz, flogen wieder auf. Sie flogen zum letztjährigen Brutplatz, inspizierten ihn kurz und oberflächlich, pickten ein wenig im Boden herum, tanzten wieder, flogen wieder hierhin und dorthin, in alle Ecken des Reviers, 300, 400 Meter im Umkreis. Es war wie ein Ballett, aber eines mit einer gewaltigen, allerdings nur in meinem Kopf hörbaren, Musik, nichts Beschauliches, sondern eine Abfolge von Explosionen an Dynamik und Kraft, gepaart mit einer unbeschreiblichen Anmut. Kranichgesang und Tanz, eine einzigartige Choreografie für 2 Tänzer, Flieger und Trompeter und für nur einen Zuschauer mit freiem Eintritt.